Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus San Myshumo. Wir sind heute bei Paul und Lisa und wenn alles klappt, sollten wir heute unser Baby in Empfang nehmen. Ja, ich gucke mich hier gerade ein bisschen rum. Man sieht ganz schön weit, wenn schönes Wetter ist. Es ist morgens, heute weiß ich es. Hab schon nachgeguckt, es ist circa 7 Uhr. Und ja, hier sind wir. Klick mal rein, dass wir wieder nach Hause finden. Lisa sitzt am Computer und sie wird jetzt dann gleich in Elternteil gehen, habe ich ihr gesagt. Paul muss zur Arbeit, aber wir werden heute nicht mitgehen, glaube ich. Oder ich gehe mit und mache es kurz dann für euch. Ich weiß noch nicht. Sehr heiß. Je nachdem, wie es bei Lisa wehen, hat sie noch keine. Könnte ich eigentlich mitgehen, gell? Ach, nee, wir gehen nicht mit. Hallo Blue, geht's dir gut? Geht's dir gut? So, einen Tag Elternteilzeit, also gar nichts. Das ist ja gar nichts. Oh, er singt dir ein Liedchen. Du hast ja noch ein bisschen Babyfilm. Ach so, Paul, hier. So süß. Ich will das Baby. Palingo. So, Paulchen, fühlst du das Baby? Amiash? Slumph Bekoya? Krupova? Bald kommt er raus, der kleine Junge. Bald kommt er raus, der kleine Junge. Ah ja, Pauls Geschwister. Oh, wir müssen. Geht ihr jetzt noch techteln? Na, dann tut das. Ah, ich schicke ihn alleine los. Dann lasse ich Lisa hier die Rechnungen bezahlen. Ja. Und schauen wir mal. Was macht denn unser Bäumchen? Kann man das ernten? Nein. Hier kann man auch nichts tun. Aber jetzt ist wieder groß, der Baum. Ja. Wir haben bezahlt. Und Lisa. Oder Lisa zahlt gerade. Alles in Ordnung. Ist Christian die Einzige, die einen Schlüssel hat? Naja, das ist halt denn so nicht. Baringo. Wie lange arbeitet Paul? Bis 18 Uhr. Naja, okay. Was hat er denn jetzt schon wieder? Bully. Oh, Lisa lässt sich die Füße massieren. Nice, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Super. Wilhelm geht hier Fernsehen. Sehr interessant, so. Aber Dromis? For babe. Aspa. Forex Anoy. Ah, yeah. Parsigap for babe. Wash Anoy. Var Anoy. Oh. Noba. Die Wehen haben eingesetzt, die Wehen haben eingesetzt. Becher nehmen, jetzt geht sie Eis essen. Na gut, wenn das hilft. 14 Uhr, dann werden wir Paul mal sagen, er soll heute früher nach Hause kommen,
Wenn das Baby kommt, das ist wichtiger als die Arbeit. So, Lisa nimmt sich noch eine Schüssel Eis. Jetzt wird er leicht nervös. Ja. So, Lisa, hast du Paul schon gehört? Oh, Paul ist krank. Paul, hier, nimm die Medizin. Du hast keine Medizin. Hat Lisa Medizin? Lisa hat auch keine Medizin. Was hat ihr für ein Haushalt? Ich habe doch allen Medizin gegeben. Hier. Du musst Paul fragen, ob er mit dir zur Geburt geht, glaube ich. So. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie probiert mit diesem neuen Mod. Ansonsten bekommen wir das Baby einfach jetzt mal ganz normal im Krankenhaus. Tisa Webuchima? Hey, Reginu and Sula. Amiash? Shazel. Vadish. So, jetzt aber. Lisa, Baby im Krankenhaus bekommen, mitmachen. Und zwar unser Paul. So, irgendwie funktioniert das bei mir mit diesem Geburtsmod nicht wirklich. Ja, ich sollte jetzt irgendwie den Geburtshelfer anrufen. So Leute, jetzt haben wir diesen Geburtshelfer angerufen. Ich musste kurz mal nachfragen. Das wusste ich noch nicht. Und ich hoffe, wir können jetzt ins Krankenhaus fahren. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Und wir wollen Paul mitnehmen. Ach. Jetzt klappt es. So, wir sind hier im Krankenhaus. Und ich muss sagen, ich habe ein neues Krankenhaus platziert. Joey ist heute auch da. Und Sören. Und der Jerry. Und Lisa hat sich angemacht, oder? Ja, scheint so. Naja, wenn nichts Schlimmeres ist. Cleo, bist du auch schwanger? Oder bist du denn mit deinem Papa mitgekommen? Ja, also ich habe ein neues Krankenhaus platziert, weil ja, das andere ist irgendwie blöd gewesen. Und habe das während einer Schicht mit dem Theo platziert und ein bisschen getestet. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich spiele ja, wie gesagt, diesen Mod auch das erste Mal in Tank an dieser Stelle an. Die liebe Vania und Sandra, die ja zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sind. Es ist jetzt 0.47 Uhr, sie haben mir gerade einen hinweisenden Tipp gegeben, wie das Ganze zu starten ist. Ja, okay. Und dann gehen wir mal. Musst du dich hier auch noch anmelden? Okay. Yeshona. Wer wird heute dein Arzt sein? Ich würde echt gerne mal den Joey nehmen. Komm, Joey, check uns mal. Machst du das? Oh, das Kufa. Ach ja, jetzt gehen sie mal los, das ist ja schon mal was. Joey und Lisa gehen da rein, wunderbar. Dann schauen wir mal, wenn die hoch. Ach ja. Joey checkt jetzt mal, wie weit sich der Muttermund schon geöffnet hat. Und ja,
Was hat er gesagt? Sorry, ich habe jetzt die Übersetzung nämlich rausgenommen, weil ich dachte, die ist vielleicht in erst 1 Zentimeter. Das heißt, die haben noch Zeit. Ah ja, arme Lisa. Wo geht sie denn hin? Wo ist sie überhaupt? Ja. Geht sie jetzt normal? Also. Okay. Der Jerry gibt dir eine Spritze. Ah, okay. Oh, Florini Pombo? Kibau. Fredoi Yabiba Squadzo. Damit die Schmerzen besser werden. Ja. Kerstin ist auch da. Bekommst du auch ein Baby, Kerstin? Nein, schaut nicht so aus. Joey ganz lässig am Schach spielen. Wow, warum auch nicht? Das Krankenhaus gefällt mir wesentlich besser. Und Paul? Wo gehst du hin? Was tust du? Auch Schach spielen. Geh doch zu deiner Freundin, zu deiner Verlobten. Sie bekommt euer Kind. So, wo ist Lisa jetzt? Ah ja, hier. Sie sitzt auf diesem Ball. Oh, ne. Ja. Arme Maus. Was kommt doch, wenn man in den Busch geht? So, Paul, kannst du hier mal bitte ein bisschen unterstützen? Oh ja, Männer. Männer. So. Gehst du mal gucken? Willst du was lesen? Hm? Was hast du dir denn da geholt, liebe Lisa? Ja. Ach, du gehst aufräumen. Okay. Kerstin geht mit Jerry zum... Ah, guckst du dir Boni an? Und Jerry? Wo bist du? So, wo ist meine Maus? Hier? Ach, hier hast du dich hingelegt. Ins Lager. Auf den großen Moment vorbereitet. Oh, nee, Yipsi. Und danach können wir hier wieder fragen. So, das ist wenigstens ein schöner Raum. Bisschen bunter eingerichtet. Paul macht dir noch ein kleines Geschenk. Aber Lisa sagt, du sollst hier bleiben, nicht Schach spielen. Ja. Mit deiner Birne her. Lisa, komm. Setz dich hin. Schlaf ein bisschen. Oh, Paul. Ja. Essen ist auch wichtig. Jetzt hat sie auch noch irgendwelche Ringeln. Joey. Was machst du? Alles gut mit dir? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ah ja, jetzt. Jetzt wird nachgeguckt. Das ist gut, jetzt wird nachgeguckt.
Kelkavanku with Fleuber. Schau mal nach, Tony. Oh, Bipasom Grabosa. 7 Zentimeter, ne? Das ist ja schon was. Sie freut sich. Sie freut sich. Paul muss zur Arbeit. Nee, heute nicht, Paul. Paul, stopp. Paul, du musst die Urlaub nehmen. Okay. Du gehst heute nicht zur Arbeit, Paul. Ich sag's dir. Du musst aufs Klo, oder? Aufs Klo darfst du gehen. Aufs Klo darfst du gehen, aber nicht zur Arbeit. So. Schauen wir. So, Lisa, das ist gut. Wir noch ein bisschen auf den Ball. Ja. Na, Lisa, noch mal. Kannst du noch mal ein bisschen trainieren hier? Auf dem Ball. Wo ist jetzt der Ball? Kommt da. Er kommt, Lisa. Er kommt schon. So, wir werden uns jetzt den Joey nochmal suchen. Ich hoffe, er ist noch da. Ja. Wer ist denn das? Shirley! Hallo! Bist du auch Ärztin? Seniorin? Shirley's. Vanni! Jetzt kommt auch noch Vanni. Das ist wirklich die ganze Prominenz im Krankenhaus heute vertreten. Guckt mal, ich halte an und sie dreht sich immer noch weiter. Cool. Also Vanni ist da. Wer ist denn jetzt da draußen? Okay, lilane Haare hat keiner meiner Sims. So, da ist auch ein lilaner. Gehört wohl zur Optik dieses Krankenhauses. Es fehlt nur noch der Theo eigentlich, dass der auch auftaucht im Krankenhaus. Wo ist denn jetzt der Joey? Gucken wir mal nach ganz unten. Da ist keiner. Sehr schön. Hier ist Vanni. Macht sie das jetzt? Okay, dann fragen wir doch die liebe Moni. Moni sagt Hallo zu Puni. Was tust du denn? Die schminken. Du bist eh hübsch, Moni. Okay, er singt ein Steinchen. Aber Lisa hat nicht mehr wirklich viel Lust dazu. Ich glaube, es ist jetzt soweit. Du musst Vanni herbeirufen. Wo ist sie denn? Hier. Ein Baby wird geboren. Kerstin, kannst du nicht endlich mal... So, Paul, du kannst hier mal ein bisschen... Du kannst hier noch eine erfrischende Dusche nehmen. Und Lisa... Lassen. Paul macht hier ein Kraftnickerchen und dann geht das schon wieder. So. Ja, Paul. Ah, so, so. Yes, oh. Yeshona. Oh, das Skufa. Oh. Ah, Bonnie. Nachbars. Lisa, leg dich hier. So, und wenn es jetzt nicht wirklich endlich soweit ist, gibt's ja gar nicht. Gib Gas. So. Na, Grasha. Zomas. Buna. Bunavush. Parsagap. Aberoi Queba. Geht's jetzt los? Neborf. Jeff ist Flobel, so grief.
Ihr seid gute Freunde und ihr guckt euch an, als wie 10 Tage Regenwetter. Was ist jetzt los? Paul, jetzt geht's los. Schupasa! Woher ist... Just a Melanaga. Sporgly Gobana. Sibuna Torbal Farb. Ganira. Ebao. Zur Welt bringen, bitte. Bring uns zur Welt. Streit jetzt nicht mit Paul. Binaru. Bluff Rabla. Uak. Und Benny parfümiert sich wieder ein. Oh, nee, Gedna. So, wenigstens die Erkältung haben wir besiegt. Und jetzt? Gehen wir jetzt da hinten nach oder so? Ivahana. Ja. Jetzt aber. So, jetzt aber. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ja, jetzt. Ow, Quex. Narfa Burl. Durnoy. Girga. Grow loose. Sanzibi Kumar. Kumar. Select Flint. Barabi Doomsay. Ich bin so gespannt. Flintsay. Badana. So, es ist ein Junge. Ja, wie gesagt, Tim oder Timo. Das kam dann am öftesten vor. Ich glaube, ich nehme Tim. Das deckt dann beides ein bisschen ab. Und ich sage gleich Sanders. So. Oh, jetzt kommt da der Kleine. Oh Mann, schaut mal, wie süß. Da kommt er raus. Oh, ist das süß. Cool, guck mal. Anhalten, fotografieren. Das ist ja so süß. Oh, wie süß. Mein Mann. Herr Kleiner Rex. Herzlich willkommen, kleiner Tim. Oh ja, süß. So süß. Und er kommt gleich mit Windeln auf die Welt. Oder hast du ihn gleich gewickelt, liebe Manny? Wahrscheinlich. So schön. Ah, so schön. Jetzt lassen wir es noch mal ein bisschen weiterlaufen. Oh. Ja, da ist der Papa oben, gell? Oh. Ja. Paul ist Papa und jetzt müssen wir uns mal den Stamm bauen anfangen. Denn jetzt, liebe Leute, denn jetzt ist auch Angela echte Oma, nicht? Das ist jetzt das echte, das erste Sanders Baby in beider Linie, nicht? Mal ist natürlich zielen die auch dazu, keine Frage. Das wisst ihr ja, sie sind gleichbedeutend, auch wie Angela. Aber es ist halt trotzdem so, im Stammbaum wird das nicht gezeigt. Zum Beispiel Ben anklicken, dann sehen wir, dass er schon 4 Enkelkinder hat. Jetzt ist hier der kleine Tim. Ja, süß, gell? Ah, süß. So, ja, gut, dann fahrt nach Hause. Danke, Benny. So, da sind wir jetzt endlich, Paul.
Und wo ist der Tim? Hier ist er. Guckt ihn euch an, den kleinen Mann. Ist er nicht süß? Wie alle Sims-Babys natürlich süß sind. Sie sind süß, aber man kann leider nicht sehr viel mit anfangen. Aber bald ist er ja ein Dottler und dann... Ja! Oh, er schläft so schön. Er schläft so schön, aber wir trotzdem Hunger haben. Und deswegen, Mama, komm. Den kleinen Mann mal an die Brust legen. Paul spielt schon wieder Schach. Was tut das? So, du könntest dir auch mal was anderes anziehen, komm. Du darfst ein Pyjama anziehen zu Hause, so. Bisschen was Gemütliches nach der Geburt. Bist ja auch noch mitgenommen. Ja. Jetzt geht's los mit der Babystillerei. Ja. Gerne, Nubu. Erziehungslevel 1. Ja, jeder fängt mal an, gell, Lisa? Da wird Paul schon ein bisschen mehr mithalten können. So, was hast du denn für Gefühle? Täuschendes Gespräch, trautes Heim. Mein kleines Baby, mein neues Baby. Alles gut. So, kannst du ein bisschen liebkosen? Ein bisschen liebkosen. Das mag er. So. Und Paul kommt dann auch. Genau. Fossa. Ja, sagst du, Lisa, du hast das ganz toll gemacht. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Das war wirklich aufregend, diese Geburt. Und der Computer hat auch aufgegeben. Siwa, Doba, Philippo, Paul mal ein bisschen hüpfen mit dem Baby. Und Frieden. Ja. Hallo, mein Sohnemann. Schön, dass du da bist. Hast ganz schön auf dich warten lassen. Aber ich hab dich lieb. Du bist so süß. Jetzt sind wir eine kleine Familie. Mehr, erzähl ihm mal die Geschichte, wie es gelaufen ist. Hat ganz schön weh getan, muss ich dir sagen. Aber die Ärzte waren alle sehr nett. Ja. Ja, jetzt wird er... Oh, schau, von alleine. Aber er mag keine Flasche. Schauen wir mal, ob der Papa es alleine erwartet, was los ist. So, helfen wir mal ein bisschen nach. Du musst hier Windeln wechseln. Ja, das stinkt, aber da hilft nichts. Da musst du jetzt durch. Jetzt ist er zufrieden, der kleine Engel. So. Holchen. Gehst du bitte schlafen und das machen wir wieder auf automatische Lichter. Alle Lichter, so. Du kannst dich hier selbst pflegen. Und dann... Oh, Bibi, musst du schlafen. Schön schlafen. Ja, schlafen ist eine gute Idee. Es ist schon wieder fast 2 Uhr nachts. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben mit dem Geburtenmod aufgenommen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die deutsche Beschreibung vielleicht reinbekomme. Dann ist es etwas angenehmer. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt Baby Nummer 4 in Empfang genommen haben, der zweiten Generation.
Und ja, es folgen noch einige, das kann ich euch versprechen. Danke fürs Zusehen, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Hab euch lieb. Ciao und Baba, eure Christa.